Auch in dieser Saison bieten wir Ihnen wieder in Zusammenarbeit mit dem Techboten die Highlights der Heimspiele des TSV Weilheim in der Fußball-Landesliga. Präsentiert werden Ihnen die Highlights von WUD, dem IT-Systemhaus in Kirchheim-Ödlingen. Am ungewohnten Mittwochabend begrüße ich Sie zum Spiel TSV Weilheim gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Der TSV Weilheim heute mit einigen Änderungen aufgrund Urlaub und Verletzungen. Im Tor Iring, davor Kirschmann und Heisig, rechts verteidigt Ruf, links Kanaria, im defensiven Mittelfeld Tausch und Kuch, rechts Uli Kölli, links Zacklauer, er in neuer Rolle im offensiven Mittelfeld und davor Hummel. Elfte Spielminute, der starke Uli Kölli kommt an den Ball, flankt in den Strafraum, der Ball kommt zu Zacklauer, der fällt im Strafraum, der Schiedsrichter pfeift, aber zeigt zum Entsetzen der Weilheimer nicht auf den Elfmeterpunkt, sondern die gelbe Karte für Zacklauer. Dann geschah lange Zeit nichts mehr. Wir sind jetzt in der 40. Spielminute. Freistoß für Calcio. Und der Ex-Weilheimer Özkaramann zirkelt den Freistoß zum 0:1 ins Weilheimer Netz. Dann der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Bosch, der Gast aus Leinfelden-Echterdingen führt, zur Pause verdient mit 1:0. First Personal Management GmbH, die erste Wahl bei Personal. Nach der Halbzeit ein verändertes Bild. Weilheim hat jetzt mehr Spielanteile und erarbeitet sich nach und nach einige Chancen. Der Calcio setzt jetzt verstärkt auf Konter. Und in der 77. Minute ist es soweit, Özkaraman krönt seine Leistung und vollendet mit seinem zweiten Treffer zum 0:2.
Weilheim versucht in der Schlussphase nochmals alles, aber der Anschlusstreffer will nicht gelingen. Endstand im Spiel zwischen dem TSV Weinheim und Calcio Landfelden Echterdingen 0:2. Die Spielstatistik wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Haus in Gröbingen. In der ersten Halbzeit war der Calcio aus Landfelden klar überlegen, hatte mehr Spielanteile und Torchancen. In der zweiten Hälfte konnte Weilheim das Spiel ausgeglichener gestalten. Nichtsdestotrotz geht der Sieg des Calcio in Ordnung. So groß war heute die spielerische Überlegenheit und die Cleverness.